Herzlich willkommen zu meinem 13. Video aus der Reihe Scratch Cover. Hier wollen wir uns jetzt Kontrollstrukturen an einem konkreten Beispiel anschauen. Dazu gibt es eben eine Aufgabenstellung von mir. Kara soll in seiner Welt so lange laufen, bis er vor einem Baumstumpf steht. Also hier haben wir Kara, er soll bis zum Baumstumpf laufen, nicht in den Baumstumpf hinein. Und auf dem Weg muss Kara auf jedem leeren Feld ein Kleeblatt ablegen und auf einem Feld mit einem Kleeblatt dieses aufheben. Soll das aber nicht so machen, dass er, wenn er eins abgelegt ist, dann gleich wieder aufnimmt, sondern einfach einen Schritt dann weitergehen. Wenn Kara vor einem Pilz steht und sich rechts von ihm ein Baum befindet, soll er sich um 90 Grad nach links drehen. Wir schauen uns dann gleich an, wie das jetzt hier funktioniert. Hier ist die Ausgangssituation und hier wird dann die Endsituation sein. Aus folgendem Grund wird er nicht beim Baumstumpf, bei diesem Baumstumpf ankommen, weil sich ja vor ihm, wie gefordert, ein Mushroom befindet, das heißt ein Pilz befindet, und vor diesem Pilz soll er sich dann nach links drehen, dann läuft er weiter und gelangt dann hier zu diesem Baumstumpf. Schauen wir uns das Programm dazu an. Ich habe hier wieder im Steuerungsbereich etwas gemacht und habe hier ein paar Steuerungsblöcke verwendet. Hier habe ich die While-Schleife verwendet, die ich im vorgehenden Video schon vorgestellt habe. While not reformed, das heißt, solange sich Kara nicht vor einem Baum befindet, soll das, was dann da herinnen ist, dann ausgeführt werden. Wenn er sich auf einem Kleeblatt befindet, das ist dann on leaf, das haben wir uns aus den Bullschen Ausdrücken dann beschafft, soll er dieses dann beseitigen, also heraufheben. Else, also wenn er sich nicht, wenn sich etwas dann nicht befindet, soll er dann eben dann mit put leaf dann das entsprechende Kleeblatt dann ablegen. Das ist eine if-else-Block, eine if-else-Abfrage. Dann habe ich hier sogar zwei boolsche Werte dann miteinander verknüpft. If, also wenn er vor einem Fliegenpilz steht, ja, und tree right und sich rechts von ihm etwas befindet, das zeige ich dir gleich, wie man das hier machen kann, das Verknüpfen. Ich kann hier nämlich dann bei den boolschen Ausdrücken diese End-Funktion nehmen und kann jetzt dann sagen, wenn sich eben dann ein Mushroom vor ihm befindet, das heißt ein Bild vor ihm befindet, und sich rechts von ihm ein Baum befindet, End, dann soll er etwas machen. Ich habe hier dann aus dem Steuerungsbereich diese If-Frage genommen und habe dann hier diese boolschen Ausdrücke miteinander verbunden. Also wenn sich vor ihm eben dieser Pilz befindet und sich rechts ein Baum befindet, dann soll er sich in dem Fall dann nach links bewegen. Turn left. Das sind also all diese Bedingungen und zum Schluss nach dieser if-else-Abfrage, nach dieser if-Abfrage dann erscheint dann, oder habe ich dann eingefügt, dieses move, wenn also das hier abgearbeitet ist, dann soll er weitergehen. Und das führt eben dann dazu, dass Kara dann letztlich weiter marschiert und dann hier vor diesem Baum, weil er dreht sich ja dann nach links, weil hier dieser Bild sich befindet, dann bleibt er, dann kommt er eben dann zum Stehen. Das war hier jetzt ein praktisches Beispiel, wie man diese Kontrollstrukturen, wie man diese boolschen Werte, diese Anweisungen dann verwenden kann und sogar, wie man boolsche Werte mit AND miteinander verknüpfen kann. Diesen boolschen Ausdruck, wenn ich hier nochmal rüberkomme, kann man das natürlich nicht nur mit einem AND machen, sondern auch OR. Dann würde das dann bedeuten, wenn sich jetzt hier ein Pilz vor ihm befindet oder sich rechts ein Baum befindet, dann soll er sich nach links drehen. Also da würde es schon reichen, wenn sich rechts ein Baum befindet, dass er sich dann nach links drehen würde zum Beispiel. Mehr zu Scratch Cara dann in den nächsten Videos.